Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Koop-Couch. Du bist Babs und ich bin Kim. Wir machen das schon zu lang, glaube ich. Ein bisschen, ne? Hier lang. Hier willst du lang. Ja, weil das ist ein extra Level. Kim, in der letzten Folge hast du ja angeteasert, dass du irgendwie einen krassen, geilen... Nee, geil war es nicht. Es war einfach nur ekelhafter Bonsensport für Du hast einen krassen Bonsensport gemacht. Was könnte das sein? Das ist so das, wofür du eigentlich Menschen hast. Ist das so, ist das so dieses... Wie heißt das denn? Dieses, die ich eigentlich meine Mitschülerin immer geslappt habe. Wo irgendwie so bei Alice im Wunderland, wo man irgendwie mit einem Schlägel so einen Ball durch so Bögen... Cricket, du Vogel. Das war, wo ich immer so in Comics oder sowas immer das Gefühl hatte, das spielen immer die Reichen. Lass dich mal hochwerfen. Oh, das ist süß. Ich will da hoch. Hallo. Oi. Hallo. Kann ich dich tragen? Ich kann's tragen. Schütte es. Oh nein. In den Kochtopf. Oh. Meine Scheißfresse. Ich hab uns voll umgebracht. Oh nein, wie er mich so voll bis in den Tod vertraut hat, ey. Sag mal, du bist doch besser. Ich hab's gleich. Was ist denn das? Guck mal, wie es wackelt, wenn ich laufe. Sehr gut. Nicht wahr? Bonzensport. Also Cricket war es nicht. Nee, aber es war was mit Pferden. Ich bin aber nicht geritten, das war noch schlimmer. Okay. Ich bin voltigiert. Als Kind. Also da... Was? Da rennt ein Pferd im Kreis. Da rennt ein Pferd im Kreis und ich bin auf dem Pferd und mache irgendwelche komischen Figuren. Okay. Das habe ich als Kind gemacht. Ja, hopp. Da geht doch noch. Wir denken mal selber. That's fucking teamwork. Genau. So was habe ich auf dem Jahrmarkt mal gemacht, aber ohne die Figuren, sondern einfach nur mit Reiten. Ich glaube, das war eher... Okay. Das war eher Rodeo, oder? Was du gemacht hast. Oh, auf dem Jahrmarkt. Nee. Fabian. Ich versuche es doch zu halten. Du musst es doch einmal nur hier. Mach den da. Ja, mit. Jetzt spring. Ups. Lass mich bitte vorgehen. So. Ja, Gott sei Dank bist du vorgegangen. Alter Mann, ey, du vorlautes Stück. Ja, aber das war so der Sport, den ich gemacht habe als Kind. War kacke. Wieso kann ich da nichts machen? Und der Witz ist halt einfach wirklich, also... Die scheißen ja voll drauf, dass ich da... Irgendwann sind halt so die Kiddies in meinem... Warum kann ich denn? Du bist so ein Opfer einfach. Wieder was einfach für ein Opfer? Ja, okay, komm, ja, mach du. Mit die Banane. Du kannst dir das Ding zurück. Die Banane. Fabian. Hör jetzt bitte auf, lass das Ding einfach in Ruhe. Ich muss draufspringen. Ja, mach doch. Ups. Ich verstehe es nicht. Lass mich werfen. Nein. Ja, komm. Fang. Das gibt es doch einfach nicht. Wollt ihr mich verarschen? Du schaffst das, Schatz. Ich glaube. Ja, wie lange hast du das gemacht? Hopp jetzt. Nicht lange, weil ich dann gemerkt habe, dass wirklich alle in meinem Umkreis, die mit Pferden zu tun haben, richtige Hurensöhne waren. Also wirklich alle. Ich kann das... Da passiert nichts. Also wenn du in der Luft bist und es auf dich zufliegt, dann musst du schon R2 drücken. Ah, okay. Nee. Es geht nicht. Ich kann das nicht. Jetzt lass mich's werfen. Alter. Mann, ey. Das ist so eine Krücke, echt. Komm schon. Na! Okay, never mind. Warum sind wir so lauchig? Gerade. So. Soll ich weiter wegstehen? Sehr gut. Denk vor. Du bist so ein Honk.
Na komm, ich bin so ein Honk, mach du mal. Du schaffst es. Ich komme mir vor, wie als würde ich gebullied werden in der Schule. Das ist mein Rucksack. Jetzt komm jetzt. Die Schweinchen in der Mitte nochmal. Kann ich es auch nicht mehr. Jetzt habe ich es verlernt. Das ist ansteckend hier. Wackness ist ansteckend. Oh nein, warte, warte. Oh Gott. So. Sah so ähnlich Nili aus? Nein. Okay. Bitte, kriegst du es, bitte. Fabian, ich habe das bisher okay. besser hingekriegt als du. Jetzt ja, du scheißt mich hier mit deinem Mansplaining. Gut, ich warte, bis du es selber hinkriegst. Du musst schon hier runterkommen, wenn ich auf den Kopf springe. Ich muss dich einfach werfen. Will ich offen werfen? Das ist einfach nur destruktiv für die Nummer. Komm schon, Fabs. Oh komm, Kim, jetzt wird es wirklich destruktiv gerade. Ein bisschen Teamwork muss schon dabei sein, Mann. Aber kriege ich gleich schon wieder Flashbacks zu unseren Generation Zero Sessions. Ich loot, ich bin Fahrrad unterwegs. Tschüss! Jetzt warte mal, nimm die mal hin. Komm mal hier jetzt. Mann ey, nimm die Banane mal, die Biene. So, guck mal. So bin ich. Achso, da geht's sogar weiter. Scheiße. Na gut, dann können wir nicht. Gut. Ha! Verdammt. Na! So, da geht's jetzt hin. Ha! Ups. Ha! Nee, okay, ich brauch dich. Warte. Okay. Okay. Oh. Hep! 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 Nein. So. Mensch. So. Wunderbar. So, wo waren wir denn? Da oben ist noch was. Da oben ist noch was. Ja, in meiner Schule waren dann irgendwie alle Mädchen dann auf einmal, weißt du, die hatten dann so ihre Pferdephase, ihre Pferdephase. Und die mutierten dann irgendwie alle so zu überheblichen, dummen Gören. Das hat dann voll keinen Bock mehr gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, Pferde ist jetzt irgendwie nicht mein Sport. Also Pferde schön und gut, aber die Leute so da drumrum waren nicht meins. Und ich bin mir sicher, es gibt Leute, also ich kenne Leute, die Pferde haben, die gerne reiten und voll keine Arschlöcher sind. Es ist und bleibt die Ausnahme. Und ja, und deswegen habe ich dann aufgehört zu voltigieren, weil ich kein... Also A, es war super wack und langweilig. Mhm. Und zweitens wollte ich nicht so werden. Und ich hatte halt keinen Bock, mit solchen Leuten abzuhängen. Die haben mich voll genervt. Ja. Kann ich irgendwie verstehen. Ich habe irgendwann auch aufgehört, irgendwie... Also wenn ich mal eine Pferdefrau kennengelernt habe, oder ein Pferdemädchen, die waren immer irgendwie komisch. Nee, ich habe auch Pferdemänner kennengelernt und die waren auch einfach scheiße. Das ist auch ein Schlagmensch, ne? Es tut mir leid. Also ich will ja jetzt hier gar nicht irgendwie Vorurteile. Also ich sag ja, es gibt Sagen wir mal Ausnahmen. Tendenziell. Sagen wir mal tendenziell. Es tut mir leid, ja. Tendenziell. Stimmt da was nicht. So, ich habe in der Grundschulzeit Kinderbodenturnen gemacht. Auch mit Wettkämpfen und so weiter. Halt in schlecht. So, also ist jetzt nicht so, dass, oh, der war so gut, der geht auf Wettkämpfe. Nee, da gehen alle auf Wettkämpfe und man guckt mal, was da passiert. Ah, okay.
Okay, ja. Go, 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 go! Go, 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 go! Nein! Scheiße. Und zurück. Das ist auch so geil, dass du einfach drauf losgerannt bist. Go, 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 go! Go, 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 go! Ich hab verstanden, was du machen musstest. Du siehst, da klappt doch wieder eins. Die sind so süß hier, diese Stofftiere. Können wir mal kurz appreciaten, wie süß sie sind. Ne, kommt in meinen Kopf. Kommt schon, kommt schon. Na, kommt schon rein. Alles gut. Ja, nee, also genau, du hast Keboto gemacht. Ja, Kinderbodentouren gemacht. Ich finde Keboto klingt. Und mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Also es ist nicht so, dass ich großartig gut da drin war. Hat aber Spaß gemacht, ne? Aber irgendwann halt nicht mehr. Mal zurück, bitte, zurück, bitte, 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 bitte. Und dann habe ich Tischtennis gespielt. Nein, ich wollte, dass du die Dinger einsammeln. Nee, geh mal links, bitte. Und dann habe ich Tischtennis gespielt im Verein. Du hast Tischtennis gespielt? Ja, und war dann sogar... Hey, Fabs, ich lerne dich über diesen Kanal hier so. Habe ich zwar schon mal erzählt, macht aber nichts. Echt? Ja. Oh. In der Echt? Ja, ist auch egal. Wirklich jetzt? Ja. Krass. Warum auch Dinge tun? da schießt jemand. jetzt zieht doch Fabs. Lass ich mal stehen. Wird schon. Tada. Kann ich das jetzt nehmen? Nein. Zu spät. So. Und wie war das so? Ja, am Anfang war ich voll gut. Man muss auch dazu sagen, ich war halt ein bisschen älter als alle anderen. Nee, da müssen wir nicht lang. Du musst das Ding noch bitte ziehen. Ich war älter als ein paar andere und ich war auf jeden Fall auch größer, was einiges heißen mag, weil ich bin winzig. Winzig. So. Bleibt da stehen, ich muss es dann. Hast du's? Ich hab's. So. Und das ist halt dann... So, und ich war nicht gut in Tischtennis. Das ist nur von der Größe her dem geschuldet, dass man dann halt einfach so in die eine Ecke spielt und in den anderen und kann dann beobachten, wie sich diese kleinen Stöpsel auf die Fresse legen. So. Aber ich bin Vereinsmeister, Jugendvereinsmeister gewesen, sogar der erste Jugend- oder Kindervereinsmeister. Der einzige Jugend. Entschuldigung. Nee, damals wirklich. Und dann war ich dann irgendwann wirklich nicht mehr so erfolgreich im Tischtennis und hatte auch keinen Bock mehr. Aber ich hab das jahrelang gemacht, also das hat auch Spaß gemacht. Auch da, wir waren auch wirklich, ich will jetzt nicht sagen, welcher Verein das war, aber wir waren auch wirklich schlecht. Also wenn wir gegen andere gespielt haben, haben wir in der Regel auch verloren. Aber danach gab es dann eine Runde Eis. Nee. Auch nicht? Nee, deprimierte Fahrt nach Hause. Kaktus-Eis. Na echt? Ja. Oh, okay, das heißt, okay, ihr habt nicht mal irgendwie so ein Yay, ihr habt teilgenommen, Ding. Nee, das gab's damals noch nicht. Deswegen bin ich auch kein Arschloch. Deswegen bin ich auch kein egozentrisches Arschloch. Was glaubt, die Welt muss an meiner Pfeife tanzen. Ach so, okay. Also ich hatte das bei deinem Reit. Nein, im Schulsport. Das ist immer so vom Pferd. Im Schulsport, du Vogel. Im Kreis. Was machst du? Mit deinem Kokoseis. Mein Kokoseis, was redest du denn da? Mit deinem fancy Rewe-Kokoseis. Ich das mir gab's grad, da noch gar nicht, geil. Mann. Das war vor ein paar Jahren erst. Keiner sieht, ich posiere gerade, wie ich mir vorstelle. Oh Gott, mit Kim im Kreis reitend auf dem Gaul. Du liegst da wie ein Käfer auf dem Rücken. Also ich habe keine Ahnung, was du glaubst. Das war ziemlich schwer. Wie Daphne von Dragon's Lair. Ja. Auf dem Pferd. Genau. Kannst du jetzt mal X drücken, Mann. Ey, das ist doch ganz oh Mann, ey. Ja, das war richtig viel. Ich bin da auch nicht stolz drauf. Drei Runden geritten, hier ist dein Pokal. Es hat keinen Bock gemacht. Hat wirklich keinen Bock gemacht. Also, generell, man muss dazu sagen, ich bin der unsportlichste Mensch, wo gibt.
Ich hab halt einfach wirklich, also ich war halt auch übrigens im Kinderbodenturn. Und wo gehst du hin? Zu dem Ding hier. Und ja, hat einfach keinen Bock gemacht. Keine Ahnung. Irgendwie wurden irgendwie alle immer so überheblich irgendwann so. Du hast das Rad nicht richtig geschlagen. Und du denkst so, Alter, halt das Maul, ey. Okay, wenigstens habe ich Freunde. Wer hat mir. Hier hat mir niemand gesagt, dass ich hier Dinge richtig tun soll. Entschuldigung, meine Mutter hat gesagt, ich soll hierher gehen. Ich habe meine Teilnahmeurkunde und deswegen schlage ich das Rad, wie ich will. Passt doch die Regeln an nach meinem Gusto. So schnell wie der neueste Trend. Mann, ey. Das ist so ein Spur. Das ist das Rad, diese überheblichen Spastis. Diese Wichser. Du schlägst das Rad falsch. Ach ja? Waren das die Leute, die dir das Pausenbrot geklaut haben? Oder wieso hast du so eine harte Meinung? Du schlägst es falsch. Nee, ich find's halt geil. Die waren immer so arschig und gesagt, du schlägst das Rad falsch. Dann geh ich. Mach's gut, am Audi, ich geh wieder aufs Pferd. Galopp, galopp, galopp. Ich geh wieder auf Autopilot im Fick Kreis. Ich bin ja und sie ritt in den Sonnenuntergang. Da besteht mein Training daraus, dass ich im Kreis reite. Ah ja, da habe ich die Mühle gemacht, das war krass. Und andere architektonische Wunder habe ich auch gemacht. Oh Gott, oh Gott. Ja, die Mühle. Ja. Die Mühle. War krass, die Mühle. Und die hast du auch die Pyramide gemacht? Die Pyramide. Allein. Allein. Nee, habe ich nicht. Ich habe es nie hingekriegt, weil ich immer die obere Spitze sein wollte mit mir selber, Leute. So. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Oh, mir tut jetzt aber das Gesicht ein bisschen weh. Lass mich raten, wir können nicht schwimmen. Gibt es da Videoaufnahmen von? Jetzt habe ich... Nee, ich hab jetzt nee, zum Glück nicht. Genau, zum Glück nicht. Aber ja. Wie schön das Wasser ist. Also wie schön das Wasser ist. Meine Eltern... Oh, das... Naja, was? Wieso? Ach so. Was? Ach cool, ich habe nicht mitgekriegt, dass du das Ding gesammelt hast. Ich habe gesagt, die wie schön das Wasser ist. Ja, das Wasser war ja schön. Soll ich hier hochwerfen? Ich weiß es nicht. Komm her. Nein. Geil. Yeah. Ja gut, dann werfe ich mich mal hoch, obwohl ich nicht weiß, ob... Ja, einsammeln auf jeden. Ich sterbe. Du hast mich hochgeworfen, was willst du eigentlich? Du wirst mich gegen Gegner und wunderst dich, warum ich... du stirbst. Nein. Nein? Ich kotze. Das ist ein Insider, den brauchen wir jetzt hier nicht. So. Hast du sonst noch irgendwie Sport gemacht? Alter, ich hasse Sport. Also nochmal, auch als Kind so. Meine Eltern haben halt immer gedacht, so, oh, vielleicht muss das Kind halt mal irgendwie hier Sport machen. Oh, warum kommen eigentlich Eltern auf so eine Idee? Immer im Weiß ich nicht. Warum? Ich hab's nicht. Macht ihr es doch, wenn ihr es so geil findet. Das war ja das Problem. Mein blöder Vater war halt irgendwie blöder Sportler früher, bevor er eine riesige Plauze bekam. Mhm. Aber früher war er halt irgendwie so voll der krasse Sportler irgendwie und hat halt auch irgendwie Bodentourenzeug gemacht. Ohne Kinder. Also kein Kinderbodentouren, sondern so richtig krasse, perfektionierte Bodentourennummer. Oh Gott, das war's wert. Ja, und ich glaube, er hatte so ein bisschen gehofft, dass ich irgendwie voll sportlich werde. Und nee, ich war leider nur musikalisch gut veranlagt. Und deswegen wurde ich dann halt auch einfach, weißt du, es ist ja halt auch noch so ein Witz. Also ich war ja auch einfach so ein mega Obernerd, die halt irgendwie Brille getragen hat, dann eine krasse Zahnspange hatte, Asthma hatte und Asthma-Spray brauchte. Also ich war ja so mega uncool. man mag es nicht für möglich halten, dass ich trotzdem auch so gut aussehen geworden bin. Das stimmt. Danke. Wo bist du schon wieder? Ich tot. Achso. Also wirklich, ich bin so scheiße unsportlich. Meine Fresse. Das mag man auch einfach nicht für möglich halten. Huch, das war knapp. Hast du noch irgendwas gemacht, tolles Sportliches? Nö. Reicht ab, auch, ab da bin ich dann, ab da bin ich dann irgendwie so, auch in meiner Schulzeit schon, habe ich dann angefangen mit Pumpen.
Das war zur Zeit, das war das erste Mal im Fitnessstudio, als ich angefangen habe. Ich hab's dran vorbeilaufen am Fitnessstudio, da ist nicht pumpen. Das ist also. Ich hab Wasser gepumpt. Ich hab so viele Sachen gepumpt. Oh Mann. Nee, aber ernsthaft. Geld gepumpt. Ey, das ist jetzt lapidar dahergesagt. Das muss ja auch nicht immer heißen, dass ich da jetzt irgendwie, voll der Muskelberg halt irgendwie werde, so. Aber ich hab halt einfach im Fitnessstudio trainiert. Was soll ich dir sagen? Warte. Wenn ich das in der Schule gesagt habe, dass es mein Hobby ist, haben auch alle gelacht. Das ist nicht mein Witz. Ja, mal und ich sag, Leute, ich gehe halt ins Fitnessstudio und... Wie alt warst du da? Weiß ich nicht, 17 oder so. Du bist mit 17 pumpen gegangen? Ja. Ich hab gedacht, das macht nur die dämliche Jugend heutzutage, so voll früh pumpen gehen. Nee. Das wurde mir sogar verschrieben, ich hatte damals schon Probleme im Rücken. Okay, das klingt mehr nach dir. Jetzt erkenne ich dich wieder in der Story. Hier ist mein Attest. Ich kann mich beim Sport teilnehmen, auf meine Tage. Wow. Das habe ich immer gesagt. Tatsache. Tage. Ich habe Angst vor Wellen. Bitte nicht. Ich hatte wirklich scheiß Angst. Nicht mein Gesicht. Mein schönes Gesicht. Ich hatte... nicht ins Gesicht. Nee, ich hatte... Das Gewicht ist mir zu schwer. Ich bin halt 1000 Mal in meiner Jugend umgezogen, weil meine Eltern halt einfach scheiße viel zu viel gearbeitet haben. Deswegen haben die mich auch zu scheiß Sport-Pferdekäse geschickt und so ein Scheiß. Um mich irgendwie zu beschäftigen. Auf jeden Fall, wir sind 8 Millionen Mal halt umgezogen. Und dann immer, wenn ich in irgendeine neue Schule kam, die auch immer in einem anderen Bundesland war, dementsprechend dann der Lehrplan auch ein anderer war. Entschuldigen Sie bitte, wo sind die Pferde? Ich habe hier noch... Fabian, lass es ein Monat gewesen sein, dass ich voltigiert bin, um Himmels Willen. Ich habe selber keine Pferde. Hallo, ich bin Kim, ich bin neu hier und ich habe bisher noch keine Pferde gesehen. Guck mal, Bibi und Tina habe ich nie gehört, by the way, weil wir es nur gesagt haben, weil ich keinen Bock auf die Pferdescheiße hatte. Ich gesagt habe, nicht mit mir! Oh nein! Okay, scheiße. Naja, huch, Entschuldigung. Ja. Ja, und das Problem ist halt, immer wenn ich dann an der Schule ankam und da gerade mal wieder lehrplantechnisch irgendwie voll alles Flaute war, bin ich dann halt zum Sport gegangen und siehe da, zufälligerweise wurde jedes Mal, gerade in diesem Schuljahr, Basketball drangenommen. Jedes verfickte Drecksmal. Und jedes verfickte Drecksmal habe ich diesen scheiß Dreckshurensohnball in die Fresse gekriegt. Jedes Mal. Wirklich, ich habe so eine Abneigung gegen Bälle. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Ich habe jedes Mal den Ball so richtig aufs Maul gekriegt, aber so richtig, richtig. Also wirklich so richtig. So richtig, bam! Also, es war einfach hart. Alter, Mann. Ja, es war schlimm. Genau, und deswegen, also, Völkerball fand ich aber ganz cool. Ich hab vergessen, wie man greift, okay. Und, deswegen, also... Das war meine Nummer mit Schulsport. Irgendwann gab es mal tatsächlich einen, der war tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, der war ja noch nicht einmal frisch irgendwie von der Uni. Der Lehrer. Aber der hatte trotzdem irgendwie irgendeine Anwandlung. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war der so ein bisschen motiviert. Und die ganze Zeit habe ich mir einen motivierten Sportlehrer gewünscht, der uns irgendwie so körperliche Ertüchtigung auch mal ein bisschen näher bringt. Motivierten Sportlehrer, das ist auch so eine Sache, die... Habe ich auch nicht erlebt bisher, also gibt es bestimmt Ausnahmen, kenne ich nicht. Auf einmal war der motiviert dann halt, irgendwann, keine Ahnung, aber ich weiß was nicht. Was ist denn jetzt los? Ja, ich war auch schockiert, aber auf einmal hängt dieser Bastard ein Seil auf und sagt, so, jetzt klettert mal da hoch. Ich so, ja, wo ist der Aufzug? Ja, also ich meine wirklich. Auf welchem Pferd? Mann, Fabian, ein Monat vielleicht, wenn es hochkommt. Oha, das war knapp. Aber gut. Das war Zufall.
Es wäre schlimmer für dich gewesen, hätten wir das nicht gesammelt. Das stimmt. Ja, genau. Das habe ich übrigens gerne gemacht, weil ich hatte, einen guten Rücken von meinem Fitnessstudio. Gib's doch zu, du warst ja auch nicht im Fitnessstudio. Im Fitnessstudio. Du hast dich immer krank gemeldet, weil du dann zu diesem komischen Rentner, zu diesem Rentner-Zirkeltraining musstest. Hast mit denen Na dann und? Unter Wassergewicht, dem ist auch Gewicht. So Wassersport mit so einer Wassernudel. Ich hab's im Rücken, weißt du. Wir sind irgendwann bist du so Best Friends mit den ganzen Opis und Omis da. Na, Mathilde, wie geht's dir, Michias, heute? Hat sich deine Enkelin über ihr Buch gefreut? Entschuldigen Sie, meine Poolnudel ist alle. Ich brauche eine neue. Wie, die Poolnudeln kann man nicht essen? Oh Mann. Oh, klasse. Oh, herrlich. Hast du wieder gewonnen? Komm, du hast gewonnen. Komm, versau mir mein Foto. Du hast gewonnen. Ich lass schon am besten den Kopf jetzt schon mal hängen. So. Wow, voll gruselig. Wie machst du das? Es sieht aus, als stalke ich jemand hinter so einem Baum. Ja, Mann. Wie hast du das hingekriegt? Sag ich nicht. Okay. Mit den mit Tasten. Mit dem Kreuz, ne? Ja. Das kann man da belegen frei. Bist du Streuerkreuz? Oh, meine Fresse. Oh, mein Gott. Das war, oh, cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel über Sport reden könnte. Weil ich halt einfach de facto Sport nicht mag. Weil ich einfach scheiße faul bin. Ich liebe Essen. Ich hasse Sport. Liebe Essen, hasse Sport. Es wird der Tag kommen, dann machen wir wieder Sport. Ja. Bis dahin essen wir Kellogg's. Nee, aber es war schon cool, man muss ja sagen. Also ich meine, wir haben ja dick trainiert, bevor wir in Urlaub gefahren sind dieses Jahr. An den Strandurlaub. Und da, wir waren in Shape. Wir sahen richtig gut aus. Und wir waren aus, in Shape. Ich habe sogar im Urlaub noch weiter Sport gemacht. Ja. So motiviert war ich. Ja, das stimmt. Das war richtig widerlich. Da hast du mir auch ein bisschen den Urlaub versaut. Als Frühaufsteher. Weißt du, ich so mit meinem 10 Uhr, weißt du, All-Inclusive-Urlaub, ich mit meinem 10 Uhr Morgenbier und da so, ich gehe jetzt erstmal hier eine Runde Workout. Und ich dachte, boah. Ich esse erstmal ein bisschen Obst und dann gehe ich ins, ja. Entschuldigen Sie, macht das nicht. Können Sie es nicht jetzt schon aufmachen? Ja. Mama. Hat Spaß gemacht, aber trotzdem. Also habe ich mich auch richtig gut gefühlt. Und dann danach wieder, da kamen wieder die Knobbersriegel. Ja, ich habe mich auch richtig gut gefühlt, als ich voltigiert bin. Mochte mich zwar keiner. So. Ups. Oh nein, oh, ich habe eine. Wieso ist es jetzt so von oben? Ja, aber mehr kann ich zu Sport echt nicht mehr sagen. Ja, will ich zu Sport. Hast du irgendwie zwischendurch nochmal irgendwie was Interessantes gemacht? Yoga. Das war, ja, gut, in der ersten Corona-Welle, als wir alle dann irgendwie noch dachten, oh toll, wir können uns endlich mit uns selbst beschäftigen und irgendwelche ganz tollen, ganz wichtigen, jetzt entdecke ich mich mal selbst. Ja, super Hobbys finden und das finde ich ganz toll und ich werde ein besseres Ich und ich werde jeden Tag 5 Meilen spazieren gehen und ich ernähre mich ab jetzt dann irgendwie echt nur noch auf Trockenobstbasis und so und nie wieder feste Nahrung und so ein Scheiß. Und ja, in der ersten Welle, da kannten wir uns ja noch nicht. Ja. Da habe ich Yoga gemacht wie eine Irre. Und ich war echt gut. Ich war echt gut. Ey, Leute, googelt mal die fliegende Taube. Ich konnte die fliegende Taube, for fuck's sake. Das war krass. Warte mal. Ah, hier hinten ist was. Warte kurz, bitte. So, dem hau ich erstmal aufs Maul. Ich kann nicht mehr. Okay, ich kann nicht mehr. Hast du schon gemacht? Ja, ich hab mir scheinbar. Genau, und ich konnte richtig krassen Scheiß in Yoga. Und ich war krass ripped Klimm, as fuck. Ich hab krass Klimmzüge gemacht. Ja, Mann, ey, wir waren wirklich in the shape of our lives. Ja. Ja, und dann haben wir uns getroffen. Und dann kam die zweite Welle. Und dann hat irgendwie jeder gedacht, ach, fuck it. Ich esse jetzt nur noch. Ich esse jetzt nur noch und guck dabei Cartoons. Ja, ungefähr so. Und dann, so sind wir abgestürzt, wie ich gerade eben.
Oh, wir haben voll nicht das Ding mehr, ne? Und das ist schon sehr, sehr lange. Hätten sehr, sehr flöten. Das hätten wir jetzt den ganzen Weg mitnehmen sollen, oder was? Anscheinend, oder? Nö, das sehe ich gar nicht ein. Kann ich nicht, mach ich auch nicht. Oh nein, ich dachte schon wieder, ich bin du. Oh, hätte ich da jetzt irgendwas machen sollen? Nein. Oh, Mann. Du weißt schon, dass das nicht lange bleibt, ne? Ja, für eine Hummel... Wir haben ziemlich, kein Leben mehr. Ziemlich enttäuschend für eine Hummel. Sind wir schon jemals einmal gestorben, richtig? Meist Game Over gewesen? Mhm. Nee. Okay, da ist eh nichts mehr jetzt. Ups. Okay, wie kommen wir jetzt da? Wie, ach so! Ja, und seitdem, wenn wir dann halt mal wieder irgendwie eine sportliche Phase machen, dann machen wir so eine Chloe Ting Challenge, ne? So eine Challenge mit so einer... Jedes Mal, aka einmal. Ja gut, aber wir haben ja jetzt vor, das nächste Mal, wenn wir sagen, so, wenn es nicht mehr scheiße heiß ist, dann machen wir wieder so eine Challenge. Auf jeden Fall, definitiv. Man muss auch dazu sagen, ey, ich persönlich, ich bin der größte Lauch, wenn es um Hitze geht. Also ich liebe den Herbst, ich liebe es, wenn es kühl ist. Weil man sich's immer wärmer machen kann. Ja. Aber Hitze kann ich einfach, ich kann es einfach nicht. Übrigens werde ich hier gerade die ganze Zeit richtig hart zerstochen. Also ich bin mittlerweile schon... Während also, wir jetzt hier spielen? Ja, ja, ich bin ein harter Streuselkuchen mittlerweile. Tada! Bitch. Ach du liebes Bisschen. Okay. Oh Gott, okay. Ganz links. Wunderbar. Und wieder verpasst. Okay, da kann ich nicht. Ich muss hier lang. Jetzt musst du nur noch ein Level rumkriegen. Rumkriegen? Ja, achso, ja, aber wir haben mittlerweile wenigstens wieder ein Leben. Scheiße. Wir hatten ein Leben. Oh. Na. Jetzt sind wir ein bisschen tot, ey. Echt komplett? Oh nein. Das war eine weitere Folge von der Koop Couch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Heute war es ein bisschen albern, ne? Aber irgendwie auch schön. Ich hab mich amüsiert. Oh Gott. Ach ja, aber war schön. War schön. Alles klar. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel über Sport reden können. Haben wir auch. Also ich glaube, wir haben das schon gut gestreckt. Also viel, viel war es nicht. Nee, oh Gott, das hat aber auch gereicht. Ey. Okay. Nee, war kacke. Wirklich. Fangen habe ich viel gespielt. Geht das als Sport? Ja, ich habe ja auch einige gefangen. Was? Nicht von mir. Oh Mann. Ja, okay, jetzt aber wirklich hier. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.